Jo, und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Judgment of the Light. Booster Display Opening, English First Edition. Letztes Mal war es ja kein Display, letztes Mal haben wir nur 12 normale Booster aufgemacht. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel Zeit verlieren, weil wir eben die meisten Karten, also wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, die besten Karten, die man finden kann, werde ich euch, hoffe ich, wieder einblenden. Ich hoffe, ich denke dran. Und genau, aber die Suche nach der Ghost Rare ist das ja quasi, also wir suchen weiter in den Star Eater heißt er, in Ghost Rare oder auch in Ultimate Rare, das ist tatsächlich fast genauso viel wert. $40 als Ultimate Rare und 70 als Ghost Rare. Und genau, da ist das unser Goal. Letztes Mal, wie gesagt, die Loose Packs, die waren ein kompletter Reinfall. Wir haben 11 Rares gezogen und eine Ultra Rare, was in 12 Packs eigentlich unmöglich ist, meiner Ansicht nach. Also, das geht eigentlich nicht. Und das heißt, wir wurden da hart gescammt. Kann man aber nicht ändern. Ja, das ist immer die Gefahr bei Loose Packs. Und bisher hat es mich nicht erwischt, muss man sagen. Also bisher waren die Loose Packs eigentlich immer gut. Also ich habe immer eigentlich mit die besten Karten gezogen. Deswegen hat es mich jetzt halt zum ersten Mal erwischt. Davor hatte ich immer Glück und habe tatsächlich keine gewogenen Packs gehabt. Aber wie gesagt, da kann man nichts machen. War jetzt auch nicht so schlimm, weil es nicht so viele waren. Wäre es schlimmer gewesen, wenn ich jetzt 72 einzelne Packs gehabt hätte und die wären alle gewogen gewesen. Das wäre tatsächlich sehr schlimm gewesen. Bei 12 Packs, sage ich mal, geht's noch. Und eine Ultra Rare war immerhin dabei. Wenn die nicht dabei gewesen wäre, wäre es heftig unlucky gewesen. Okay, es lässt sich auf jeden Fall schon mal schwer öffnen. Da ist man auf jeden Fall gute Hoffnungen. Aber das war ja mit dem Original, mit der Original Konami-Folie noch verschlossen. Also da sollte man keine Bedenken haben hier. Judgment of the Light. English First Edition. Oh Moment, so ist es, glaube ich. Ja, gucken wir mal, sind das 12? Uff. 3, 6, 9, 12. Ja, da hat sich eins nach links verirrt von denen. Machen wir weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euren Support auf dem letzten Video. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also ich freue mich wirklich, dass Yu-Gi-Oh! Bei euch so gut ankommt. Mir macht es auch extrem Spaß, das wieder zusammen. Und by the way, die Covercard, das ist nicht der Star Eater. Der Star Eater sieht. Ich hoffe einfach, dass wir ihn ziehen. Zumindest in Secret, Ultimate oder Ghost Rare. Ich meine, ihn gibt es dreimal. Also, dass wir ihn keinmal ziehen, wäre. Es ist möglich, aber ich hoffe es einfach nicht. Das kann nicht sein. Und die Covercard ist aber tatsächlich als Ultimate Rare drinnen. Der heißt Nummer 1039 Utopia Ray Victory. Also auf Englisch natürlich 30 Euro. $30. Also tatsächlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. So. Preise sind natürlich wieder nach TCG. Ich habe jetzt nicht alle Karten, Seiten nebenbei offen, eBay etc. Es gibt zwar eine Seite, die heißt Yu-Gi-Oh! Prices, wo theoretisch alle Preise verglichen werden, aber eigentlich stimmt das nicht, weil da wird nur TCG und eBay miteinander verglichen. Da ist zum Beispiel Card Market gar nicht dabei. Und Card Market hat oft die besten Angebote. Also es ist immer schwierig. Also die Kartenpreise, die ich euch einblende, sind nie hundertprozentig akkurat. Allein schon deswegen, weil wenn ihr das Video, keine Ahnung, in 2 Wochen oder so seht, dann ändern sich die Preise sowieso wieder ein bisschen, wenn man Pech hat. Oh, erstes Pack und direkt eine Super Rare, hä? Huh? Komisch. Wie konnte das letztes Mal nicht passieren? Oh man, schwingt da ein kleiner Ton von. Schwingt da ein kleiner Ton mit? Warte mal, was war denn das? Die Common Card, die so viel wert war? Mecha Phantom Beast Cold Wing. Ah, okay, also nicht der. Aber gut. So, meine Liste wieder hier hinrichten. Alright. Dann Star Leech Lord Galaxion. Der sieht auch ganz cool aus. Star Leech-Karten, Star Leech Cypher zum Beispiel, also ist aus einem der neueren Sets, habe ich auch gezogen, der ist ziemlich wertvoll. Der hier jetzt, glaube ich. Wobei, lasst mich nicht lügen. Oh ne, ich sehe ihn hier nicht auf meiner Liste, also maximal 2 Euro. $2 besser gesagt. Ja, aber not bad, sieht cool aus. Den lege ich mal hier hin. Falls du da. Oh, es spiegelt so krass wegen dem Monitor. So? Yes. Alright. Oh Boys, ich sag's euch. Ich will einfach nur diese Ghost Rare haben. Also nicht unbedingt diese, aber in dem Pack, also in dem Set gibt's nur diese. Also ja. Wäre schon cool. Also ich finde allgemein der Style, der sieht extrem nice aus. Also ich hoffe, ich kann ihn euch einfach zeigen. Also habt ein bisschen Geduld. Wartet auf Teil 3 dieses spektakulären Openings. Dann kann ich ihn euch in Person zeigen, wenn wir Glück haben. Ich meine, einmal habe ich ja schon die Karte gezogen, die ich unbedingt haben wollte. Damals bei Lightning Storm.
Also wäre cool, wenn das nochmal passieren würde. Reverse Glasses. Fujinji Turtle. Corrupted Keys again? Die Karte haben wir jetzt, glaube ich, viermal. Und Sperry Cycler. Also, nach wie vor. Wir sollten in diesem Opening 5 Super Rares, eine Secret Rare, 2 Ultra Rares ziehen, plus eventuell noch Ghost oder Ultimate Rare. Also wir haben garantiert 8 gute Pulls anscheinend. Also es gibt auch wieder garantierte Pulls, by the way. Es war damals bei Shadow Spectre, das war mir das ja noch nicht klar. Damals ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so lange ist es auch noch nicht her, aber ja. Mann, ich will die Booster halt in einer guten Condition aufheben, aber das geht nicht, weil die Karten, du kriegst die Karten da nicht raus. Muss man echt vorsichtig sein. Ich will die Booster halt gerne so, also nicht, weil ich jemanden scammen will, aber ich will die so gut wie möglich aufbewahren. Einfach nur als Erinnerung. Cheapy Cheap Cheap. Intercept Tomato. Die Karte finde ich übrigens so nice, das mit der Tomato. Die Set W Chimera Clad. Ihr habt es richtig gemerkt, wie ich W sagen wollte. Ice Princess Seriot. Trap Tricks und Sperry Cycler. Schade, schade, schade. Oh boy. Uff. Das ist echt blöd. Also ich mache die Packs wirklich. Also ihr seht, ich mache die hier ganz auf. Und auf der anderen Seite mache ich sie auch ganz auf. Aber du kriegst die Karten da nicht raus. Die bleiben immer an der Ecke hängen. Das ist echt ätzend. Dann nicht. Dann geht's nicht. Schade um den Geruch. Wenn man das Pack halbwegs ganz lässt, dann kann man den Geruch quasi mit ein bisschen recyceln. Schade. Dann aber nicht. Bujinji Walk. Sargasso Lighthouse. Archfiend Palabyrinth, das ist die Rare. Das sieht man manchmal bei den Zauberkarten, sieht man das manchmal nicht, dass es eine Rare ist. Und Fire King Avatar. Fire King Avatar. Okay, interessanter Name. Yaksha. Zieht euch rein. Also selbst jemand, der keine Karten collectet, müsste auf den ersten Blick erkennen, dass die Karte heftig off-centered ist. Weil das einfach leider das komplette Artwork ein bisschen... Also es zerstört einfach den Anblick der Karte. Links doppelt so dick wie rechts. Off-centered. Und sogar schief ist sie, glaube ich, auch noch. Aber wenn sie off-centered ist, ist sie schon zu schlimm. Also schlimmer geht's dann auch nicht mehr. Aber cool aussehen tut er, wenn die Kamera fokussiert. Ja, also cool aussehen tut er. Ist aber leider nicht auf meiner Liste. Also wird auch unter, wahrscheinlich bald unter $2 sein. Alright. Ja, komm, ich mach die Packs. Ich probiere es später nochmal bei der zweiten Hälfte und schmeiße ich jetzt auch auf den Boden, dann weiß ich direkt, dass ich die wegschmeiße. Sonic Boom. Star Seraph Scout. Bujinji Turtle. Oh mein Gott. Angel of Sarah. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ach, ich musste echt aufpassen. Oh, Moment mal. Na, doch nicht. Mecha Phantom Beast. Dachte ich schon, dass das zeitgleich noch die gute Rare wäre. Aber ist es ja leider nicht. Wobei ich sehe gerade, nevermind, die beste Rare? Warte mal. Habe ich die vorhin übersehen, tatsächlich? Okay, ich habe vorhin die beste Rare übersehen. Die beste Rare ist die Trap Tricks Mio Mellow. Das habe ich gleich beim letzten Mal schon gesagt, ne? Kommt mir so bekannt vor. Ja. Damn. Aber unsere Secret Rare in diesem Display, wir haben sie schon gezogen, ist Angel of Sarah. Oder Sarah. Je nachdem. Sieht fast aus wie eine. Ja, sieht auf jeden Fall nicht aus wie eine Yu-Gi-Oh! Karte. Damn, ist aber leider nur bei $2 tatsächlich. Ist die nicht schlechteste Secret Rare, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist doch, ich glaube, es ist sogar die schlechteste. Nevermind. Von der Value her. Ja, nein, es ist nicht die schlechteste, aber es ist keine besonders gute. Es gibt einige, die deutlich besser sind. Schade. Also ich gehe davon aus, dass wir keine mehr ziehen werden. Dadurch, dass das bei Shadow Spectre so war und die Sets sind ja relativ kurz aufeinander gefolgt. Also wird das leider unsere einzige Secret Rare für dieses Display sein. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal nicht den Star Eater gezogen. Also Star Eater, Secret Rare,
wird uns heute nicht begegnen. Aber wir haben noch die Chance auf die Ultimate Rare und auf die Ghost Rare. Und die haben wir tatsächlich in jedem Pack, weil da haben wir ja keine garantierten Values, keine garantierten Pull Ratios. Weil, ach komm, lass mich doch die Packs saven. Weil Ultimate Rares, es steht da gar nicht drauf, also du, auf dem Pack steht da nicht mal drauf, dass du eine Ultimate Rare ziehen kannst, geschweige denn eine Ghost Rare. Also das ist ja quasi das Geheimnis dahinter. Der ist einfach Schwarzschild Limit Dragon. Lul. Oh, Trap Tricks Atrax und noch eine Ultra Rare. Ultra Rare. Ah, ich bin schon ganz durch den Wind hier. Mecha Fantabeast Aeros Quinn. Ach so, weil das ein Pinguin ist. Aeros Quinn. Lol. What the hell? Was für ein Name. Er ist leider auch im unter 2-Dollar Bereich. Schade. Schade, 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 schade. Alright. Sieht aber cool aus und hat einen coolen Namen. Alright, das heißt, die rechte Seite ist ja richtig stacked. Also wir haben noch 6 Booster auf der rechten Seite. What the hell? Okay, jetzt muss ich mich fast entschuldigen bei ihm fürs letzte Mal. Also wenn ich jetzt auf der Seite noch ein paar Karten ziehe, noch ein paar gute, heißt das basically, dass auf der linken Seite eigentlich nur noch Trash sein kann. Und dann hätte ich ihm tatsächlich Unrecht getan. Unserem Verkäufer, unserem Spanischen. Vielleicht hat er mich dann doch nicht gerippt. Aber es ist schon extrem unwahrscheinlich. Also wie gesagt, ich habe ja auch Erfahrung, was das angeht. Mit hier Openings. Und wie gesagt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass auf einer Seite alle Karten sind, auf der anderen Seite gar nichts. Also das hatte ich basically noch nie. Also dass mal eine Seite deutlich besser ist, okay. Aber nicht, dass alle Karten auf der Seite sind. Okay, hier war nichts drin. What the hell? Mal deutsche Chicolettes. Mal deutsche Karten gab es schon damals? Okay, krass. Ich dachte, das wäre mehr so ein neues Ding. Nevermind. Es gibt ja die mal deutsche Pudding-Sets. Die wird, glaube ich, sogar aktiv gespielt. Es gibt sogar mal deutsche Deck, das aktiv gespielt wird. Das ist, glaube ich, sogar ein ziemlich gutes Deck. Oder es war auf jeden Fall mal ein ziemlich gutes Deck. Habe ich letztens erst ein Video drüber gesehen. Sonic Boom. Archfiend Cavalry. Und Junk Blader. Alright. Sargasso der Didi Battlefield. 4 Packs noch auf der Seite, okay. Na ja, gut, also wie gesagt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt auf der Seite noch gut was, noch krass was kommt. Ich meine natürlich die Packs, man muss ja davon ausgehen, dass die Packs komplett... Upsi, das war ein bisschen zu doll. Dass die Packs random da reingelegt wurden. Das heißt, natürlich kann es sein, dass du mal auf einer Seite alles hast. Theoretisch könntest du auf einer Seite auch 2 Ghost Rares ziehen. Theoretisch, praktisch natürlich nicht. Aber ja, es ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Shark Caesar. Trap Tricks Mermellow. Das ist die beste Rare-Karte mit 1,30 Dollar bis 50. Und das war's aber auch schon. Fishborg Archer. Und mal deutsche Chicolets. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kein Native Speaker hier. Weil man lustigerweise sagen muss, die meisten Leute wissen nicht mal, selbst wenn sie Muttersprachler sind, wissen sie selber nicht, wie man das ausspricht bei manchen Karten. Weil die Namen sind einfach so abgespaced manchmal. Da weiß keiner, wie man das ausspricht, so wirklich. So. XYZ Reception. Bujinji. Ophidian, Mecha Phantom Beast, da ist ja der Cold Wing. Das ist unsere beste Common Card. 1,55 Dollar, ohne Scheiß, die tue ich auf den Rare-Stapel tatsächlich. Hoppla. Crazy. Archfiend Harass, der ist auch nicht schlecht. Von der Value her. Und wieder nichts. XYZ Agent. Judgment of the Light. Das ist ein cooler Name, muss ich sagen. Also, cooles Booster-Set. Und wie gesagt, Star Eater gefällt mir sehr. Der Nummer 39 Utopia Ray Victory, also die Covercard, gefällt mir auch optisch. Also wäre cool, wenn wir da was ziehen könnten, wenn wir da was pullen könnten. Brotherhood of the Fire, Caribou. Reverse Glasses. Cheap, cheap, cheap. Mecha Phantom Beast, Varbloran und...
Number C104 Umbrell Horror Masquerade. Schade, ich habe sie gerade gefunden auf meiner Liste, aber es ist Ultimate Rare. Die Karte gibt es anscheinend auch in Ultimate Rare. Da wäre sie auch tatsächlich gar nicht so gut. Mit gerade mal $8. Was für eine Ultimate Rare. Also ich meine, es gibt schlechtere Ultimate Rares, aber ja, trotzdem. Nicht das Krasseste. Ja, gut, wird gesleeved. Und tatsächlich haben wir noch ein Pack auf der rechten Seite. Also ihr seht es ja hier noch so halb. Wir haben noch ein Pack. Also tatsächlich haben wir jetzt doch das meiste gezogen. Jetzt müssen wir fast nochmal ein Recap machen von der ersten Hälfte hier. Wartet mal, was hatten wir jetzt? Hatten wir jetzt zwei Ultras und eine Secret? Ultra, Secret? Nee, und drei Super. Das heißt, wir ziehen jetzt wahrscheinlich noch zwei Super, eine Ultra. Also wenn hier jetzt noch eine Super oder eine Ultra ist, dann ist tatsächlich auf der rechten Seite eigentlich gar nichts mehr. Oh boy. Sargasso Lighthouse. Sonic Boom. Schwarzschild Limit Dragon. Vertical Landing. Bujinji Crane. Die Atmosphäre. Okay, das heißt, auf der anderen Seite ist noch eine Ultra Rare und zwei Super Rares. 12 Booster. Let's go. Ich tue sie mal wieder so rein. Oh, diesmal tue ich sie so rein. Quer. Dann seht ihr besser, wie viele es noch sind. Dass ich da auch nicht nebenbei noch eins raustue, dann heimlich mit mir selbst aufzumachen. Ohne Video. So, was will ich denn tun? Würde ich echt nicht. So hat man wenigstens die Chance, noch ein kleines bisschen mehr Payback zu kriegen, als durch die Packs, wenn man wirklich Pech hat. Wow, die Karte sah gerade richtig weird aus an der Seite. XYZ Reception. Number 104 Masquerade. Ach, den gibt's auch als... das andere war ja... Naja, das andere war eine andere... Also Umbrell Masquerade hieß der andere. Und mein deutscher Chicolets. Alright. Schade, schade, schade. Das Glück verlässt uns in dieser schweren Stunde. Was ist denn die teuerste Super Rare? Ist der Nummer 1039 Utopia Ray Victory? Also die Covercard ist die beste Super Rare. Es gibt tatsächlich noch eine, die ist auch nichts. Also es gibt noch ein paar, die bei knapp $2 sind. Super Rares sind allgemein nicht so gut in dem Set. Bis eben auf die Covercard. Intercept Tomato. Underworld. Fighter Balmung, besser gesagt. Und Kujaku. Spare Recycler, Armageddon. Designator. Wow, die Karte sieht cool aus. Banish one card from your hand. Neither player can activate cards or the effects of cards with that name for the rest of this duel. Wow. Okay. Wenn du weißt, was dein Gegner spielt für Decks, dann kannst du mit Absicht die Karte reinnehmen. Die und eine andere. Und wenn er sie dreimal spielt, kannst du von ihm drei Karten quasi deaktivieren. Und du musst nur zwei Karten dafür opfern, also worth. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn du genau weißt, was dein Gegner für ein Deck hat. Sonst wäre es random. Also sonst könntest du halt nur eine Karte nehmen. Oder wenn du Pech hast, hast du nur einmal im Deck. Whatever. Ihr kennt euch mit dem Spiel besser aus als ich. So, Sonic Boom. Nochmal Number 104, Masquerade. Und Mecha Fest Phantom Beast Conqueruda. Okay. Heftig, oh mein Gott. Heftig aufsenden. Guckt euch die Karte an, die seid komplett schief. Der Rand halb so breit und der untere. Ach. Yikes. Ich meine, es sind nur Super Rares, ja, who cares, aber... Also ich meine, who cares ist eigentlich falsch. Ich meine, ich mag auch Super Rares. Aber da von der Value her sind die jetzt nicht so krass. Ich finde die Karte aber eigentlich ziemlich cool. Das Artwork finde ich eigentlich ganz geil. Mann, warum muss die immer so heftig off-centered sein, wenn ich die ziehe? Das sind nicht mal die guten Karten. Wenn ich nochmal eine gute Karte ziehe und die so aussieht, dann raste ich halt aus. Stell dir mal vor, du ziehst eine Ghost Rare und die ist so heftig off-centered. Ohne Spaß. Das zerstört zwar nicht die komplette Value, aber
Da hast du schon Schwierigkeiten, das Ding für einen vernünftigen Preis loszuwerden, wenn du es verkaufen wollen würdest. Wenn so eine heftige Off-Centered-Karte ist, natürlich in der Sammlung auch nicht besonders schick. Weil man sagen muss, eine heftig Off-Centered, also wenn sie komplett Off-Centered ist, also quasi wirklich, wäre es ein kompletter Fehldruck, fast schon, dann ist sie sogar seltener. Oh mein Gott. Seht ihr es? Ja! Oh, Baby. Star Eater Ultimate Rare, Baby. Let's go. Und perfekt gesendet. Guckt euch die Karte an. Naja, wobei perfekt wird wahrscheinlich übertrieben. Ich glaube, von oben nach unten ist minimal. Oh, Baby. Oh, Baby. Star Eater Ultimate Rare. $40 Karte. Die ist fast... Die ist mehr wert als die Hälfte von dem Display kostet. Ja, aber da ist der Ultimate Rare Druck leicht durch die Karte gegangen. Seht ihr das? Das ist aber normal. Also man hat eigentlich bei jeder Ultimate, bei den neuen Ultimate Rare Karten hat man das immer, dass es so leicht durchscheint. Daran soll es nicht scheitern. Und der Star Eater Ultimate Rare kriegt meine letzte rote Hülle. Oh Baby. Die Karte sieht so geil aus. Gucken wir uns nochmal ohne Hülle an. Vorsichtig. Dass mir nichts zerkratzen oder ähnliches. Die Karte sieht so geil aus. Jetzt kann ich ihn euch endlich zeigen. Oh boah, ich hoffe, ihr habt letztes Mal wirklich gewartet. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich gesagt, ihr sollt nicht nachgucken. Ihr sollt warten, bis ich ihn ziehe und dann könnt ihr ihn euch ansehen. Die Karte sieht so geil aus. Finde ich persönlich, ist mit einer der besten Karten von den Ghost Rares und natürlich auch Ultimate Rares von den neueren. Wenn ich den als Ghost Rare ziehen würde, uff. Deswegen auch Judgment of the Light. Deswegen machen wir das hier auch mit Judgment of the Light. Ich finde das Set an sich gar nicht so geil, muss ich sagen. Ja, also ich meine, es sind schon coole Karten drinnen, aber mir sind ein bisschen zu viele Synchro-Karten drinnen. Also ich meine, klar, der Star Eater ist auch eine Synchro-Karte und finde ich jetzt auch an sich nicht schlecht. Aber es sind mir zu wenig normale Karten drin, weil fast alle Secret Rares, fast alle Ultra Rares, ist fast alles Synchro oder Xyz. Und ich mag trotzdem hier und da, mag ich erstens mal ein paar Feinkarten auch. Also Fein- und Zauberkarten hier und da, meine Secret Rare ist auch nicht schlecht. Gibt es natürlich auch welche, klar. Aber hier ist wirklich der Fokus, also steht ja auch auf dem Ding drauf, Synchros are back. Hier ist halt der Fokus sehr stark auf den Synchros und zusätzlich noch Xyz-Monstern. Und entsprechend ist halt dann wenig für normale Monster, Zauber- und Feinkarten Platz gewesen. Aber gut. Oh. Okay, ich mach's wieder so auf. Oh, Baby. Das heißt aber, wir ziehen immer noch eine Ultra Rare und zwei Super Rares. Weil der Star Eater war ja eine Ultimate Rare und der ist in der Pull Ratio nicht dabei. Normalerweise sind die extra Karten nicht in der Pull Ratio dabei. Das heißt, der hat uns jetzt nicht mal unser restliches Opening versaut. Hier. Wir müssten theoretisch immer noch ganz gut was pullen können. Kujaku Jaku und Ice Princess Siriord. Wie viele Packs haben wir denn noch? Oh, sind sie umgefallen. 7. 7 Packs noch. Also rein theoretisch müsste da jetzt eigentlich auch noch eine Ghost Rare drin sein können. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ob da 2 Karten drin sein können. Also theoretisch schon, weil sie ja nicht gelistet sind in dem Pack. Also theoretisch weiß man ja gar nicht, dass man sie ziehen kann. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich zwei Ultimate Rares aus einem Display ziehen kann. Und das gleiche halt eben für Ghost Rare plus Ultimate Rare. Das weiß ich leider nicht. Brotherhood of the Fire Fist Kirin. Herald of Pure Light. Oh, die Karte sieht aber cool aus. Auch wenn es ein T-Set ist. So sieht es zumindest aus, als wäre das ein T-Set. So, und jetzt kommen wieder die White Sleeves. Finde ich persönlich nicer. Vor allem bei XD-Karten. Die kommen darin richtig gut zur Geltung. Ja, nice. Ja, genau. Das heißt, noch eine Super Rare. Oh, bei... Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Eine Super Rare... Ah, nein.
Ne, die Super Rare sind wir fertig, genau. Also Super Rare sind wir fertig, dann haben wir 5. Eine Ultra Rare, eine Ultimate Rare und eine Secret Rare. Das heißt, eine Ultra Rare müssten wir jetzt noch ziehen können. Eine Ultra Rare. Und natürlich eine Ghost und oder Ultimate Rare. Oh boy. Also wenn wir jetzt zwei Ultimate Rares ziehen würden in einem Display, dann heirate ich diesen Spanier. Übertrieben gesagt. Das wäre heftig geil. Und ich glaube, das auch extrem unwahrscheinlich wäre. Bei den neueren zumindest. Bei den alten Displays ist es nochmal, wenn man zwei zieht. Aber da hatte man ja auch eine viel bessere Pull-Ratio. Alright, Common Card. Wäre jetzt schade, wenn tatsächlich unsere Ultra Rare durch die Ultimate Rare ersetzt worden wäre, unsere zweite. Wie gesagt, die Ultra Rares sind im Set zwar jetzt nicht der Brüller. Wie gesagt, die teuersten sind so bei $5. Wobei einer tatsächlich gar nicht gelistet ist. Galaxy Serpent heißt der. Der ist hier bei mir gar nicht gelistet. Aktuell auf TCG zumindest. Heißt aber nicht, dass er viel wert ist. Das heißt einfach nur, dass er wahrscheinlich gerade ausverkauft ist. Und eventuell ist es ein Shortprint. Aber das erhöht leider nicht den Preis. Oder zumindest nicht sehr. Oh, Ancient. Nee, Archfiend Emperor, the First Lord of Horror. Wow, der sieht gut aus. Mal deutsche Chicotlet. Oh, Jesus Christ. Yikes, 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 yikes. Der ganze Schreibtisch voller Yu-Gi-Oh-Karten, ey. Alright, die letzten vier Packs, Boys. Machen wir mal ein bisschen zügig hier, damit wir bei 30 Minuten bleiben. Also eh schon relativ lange für so ein Opening. Come on. I want the Ghost Rare. I want the Ghost Rare. Pudge Incarnation. Und nichts. Okay, noch drei Karten. Noch drei. Booster. Und eine Ultra Rare to go. Haben echt alles auf der einen Seite gezogen. Ja. Fast ein bisschen langweilig. Aber dadurch, dass wir die Ultimate Rare gezogen haben, ja, jeder, der abgeschaltet hat, weil er sich dachte, ja, da kommt ja eh nichts mehr, außer eine langweilige, zwei langweilige Super Rares und eine langweilige Ultra Rare, tja, der hat jetzt leider diesen heftigen Pull verpasst. Archfiend Cavalry und, ah, sehr gut, da ist unsere zweite Ultra Rare. Bujin Yamato. Leider wieder off-centered und ist hier nicht dabei. Nope. Also ist auch unter $2 wert. Das finde ich aber ungerechtfertigt. Die Karte sieht richtig cool aus. Zu der Karte passt Ultra Rare. Ja. Oh mein Gott, sieht richtig cool aus. Alter, da kann mir halt keiner was erzählen, Mann. Wieso ist die Karte nichts wert? Allein schon als Sammler würde ich die gerne haben, weil sie einfach nur saugeil aussieht. Ist mir vollkommen egal, ob die gespielt wird oder nicht. Und 1800 für 4 Sterne wäre früher nicht mal schlecht gewesen. Once per turn during your end phase, you can add one Bujin monster from your deck to your hand, then send one card from your hand to the graveyard. You can only. Oh. Na gut, okay, doch nicht so gut. Also, wenn du ein Deck spielst, wo du willst, dass manche oder dass bestimmte Karten in deinem Friedhof liegen, dann ist es natürlich schon wieder gut. Aber vielleicht ist es ja auch bei Bujin-Monstern so. Vielleicht braucht man ja Bujin-Monster im Friedhof für eine Combo oder so. Kann schon sein. Das kann schon sein. Flying Sea? What the hell soll das sein? Ein Insekt, okay. Weird. Sacasso Lighthouse. Brother of the Fire Fist. Oh, jetzt habe ich uns schon gespoilert, das ist auf jeden Fall keine Ultra Rare. Ultimate Rare meine ich. Confronting the Sea. Was zum Teufel, ey? Oh, jetzt habe ich die Rare Card auf den Common Haufen gelegt. Traptrix, Nefentes, XYZ. Und wir sind fast bei 30 Minuten, Boys. Let's go. Fast, 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 fast. Ja. Auf mit die Viecher. So, bitte spoilerfrei diesmal. Spoilerfrei. Okay, Tubers to the Forbidden Realms.
Und keine Extrakarte mehr. Okay, das heißt, unsere Extrakarte in dem Zeichen schon wieder falsch gemacht. Unsere Extrakarte hier war nur die Ultimate Rare, keine Ghost Rare und keine doppelte Ultimate Rare. Schade, aber nochmal zusammengefasst. Gut auf jeden Fall. Ultimate Rare, wie gesagt, zu ziehen, ist ja der Extra-Pull. Sehr gut. Also cool aussehende Ultra Rare, die leider nichts wert ist. The Godly. The Godly Ultimate Rare Star Eater. Und perfekt gecentert eigentlich. Oben, unten bin ich mir nicht sicher, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Boah, vielleicht lasse ich den sogar graden, Alter. Heftig geil. Mecha Beast, unsere zweite Ultra Rare und unsere fünf Super Rares. Und hier liegt noch unsere Secret Rare, der Angel of Sierra. Genau. Also cool. War erfolgreich, bis auf die Secret Rare. Wenn die Secret Rare besser gewesen wäre, wäre es sehr gut gewesen. So war es nur, sag ich mal, okay. Und jetzt suchen wir natürlich immer noch den Number C39 Utopia Rare Victory, die Cover Card und natürlich den Star Eater als Ghost Rare. Aber dazu mehr in Teil 3. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschalten würdet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video und einen Kommentar da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit Star Eater als Maskottchen. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Leave a like, Boys. Und checkt die Links in der Beschreibung, wenn ihr mich sonst noch unterstützen wollt. Da steht da jemand eine Erklärung dabei, wie es funktioniert. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Und ciao, ciao.